Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Wir spielen Punch Club. Das Spiel ist auch so eine Art kleines Retro-Spiel. Man könnte sagen, ein Adventure oder auch eine Box-Simulation. Und zwar steuert man einen kleinen Boxer und das Ziel ist es einfach, der größte Boxer der Welt zu werden, mehr oder weniger. Also man fängt ganz klein an und man kann im Grunde nur vier Sachen machen. Training, kämpfen, arbeiten, essen, okay, fünf, und schlafen. Wir erstellen uns jetzt einfach mal einen Charakter und fangen mal an, dann seht ihr das besser. Okay. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Gebt Acht auf eure Amulette, sie werden euch dabei helfen, eure Talente zu entdecken. Eure Mutter ruft euch, lasst sie nicht warten. Hier sehen wir unseren Vater. Ich weiß, dass du mir nur nie zuhören wirst, der Tod ist die einzige Option, die bleibt. Nein, Papa! Versprich mir, dass du fleißig trainierst. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du bereit sein. Kleiner, du bist jetzt auf dich allein gestellt, genau wie ich es war. Dein Vater hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte. Jetzt bin ich dran, ich werde mich um dich kümmern. Abgemacht? Okay, und da geht es auch schon los. Wie ihr seht, das Spiel hat auch eine kleine Vorgeschichte. Also es ist nicht nur eine reine Simulation. Deswegen habe ich auch eben gesagt, Schrägstrich Adventure. Weil das Spiel hat auch eine klare Story, die es verfolgt. So, die erste Quest. Hallo, schläfst du noch? Schwing deinen faulen Hinter vom Sofa und geh zur Arbeit. Wie wäre das? Okay, dann machen wir das doch mal. Auf der Couch rumliegen ist schließlich nie gut. Keine Zeit, um mir einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Na gut, dann mal ab in unsere Garage. Und erstmal fleißig ein paar Liegestütze machen. Also die sieht jetzt noch ziemlich karg aus, aber im weiteren Spielverlauf kann man die auch noch aufrüsten und sich hier Trainingsgeräte reinstellen und so. Puh, das war anstrengend. Jetzt sollten wir erstmal was essen. Ja, wie ihr lest, Essen ist im Kühlschrank. Tiefkühlpizza und Limo, das ist aber kein gesundes Essen zum Training. Nehmt euch da kein Beispiel dran. So, und jetzt sollten wir mal in die Zeitung schauen und uns nach einem Job umgucken. Tja, als unbekannter Boxer sollten wir jetzt auch nicht den besten Job erwarten, ne? Ab auf den Bau. Dann wollen wir mal ein bisschen Steine kloppen gehen oder so. Ein Straßenkampf. Ach Quatsch, wir sind doch ein Kämpfer, wir kämpfen. Wie ihr hier seht, ist hier die bekannte Office-Feder nur leicht angeheizt. Finde ich cool, die einfach so stoned darzustellen. So, jetzt können wir hier unsere Talente auswählen, wie ihr seht. Am Anfang hat man da halt auch noch nicht so die Auswahl, aber später kann man da ziemlich viel skillen. Okay, wir nehmen jetzt erstmal Ausweichen und hier so ein Tritt. Treten ist immer gut. Okay, er hat Schlagmann, hoher Schlag und Berserker. Er teilt 30% Schaden mehr aus, okay. Aber das ist eh nur so ein Anschauungskampf für den Anfang. Jawohl, ausgewichen. Voll aus dem Bild gekickt. Also die Kämpfe kann man auch selber nicht beeinflussen. Das geht alles automatisch. Aber währenddessen könnt ihr diesen coolen Soundtrack genießen. Hier kann ich nur dasselbe sagen wie bei Thimblewood Parks auch. Diese Retro-Grafik und vor allen Dingen der Soundtrack hier ist richtig nice. Da könnte ich echt den ganzen Tag zuhören.
Wir haben verloren, wer hätte es gedacht? Wir sollten härter trainieren, auf jeden Fall. Es geht ja gar nicht, dass wir direkt umgepumpt werden. Ich hab dich kämpfen gesehen, das war beeindruckend. Du bist nicht wirklich zäh, aber du bist wirklich schnell. Jep. Hungerhaken. Eine steife Brise kann dich von den Füßen fegen. Du wirst nie stark sein, aber du bist schnell. Erleide mehr Schaden, aber weiche häufiger aus. Okay. So, ein neues Ziel. Wir sollen Mick in seinem Büro treffen. Und Apu in seinem Laden. Dann schauen wir doch erstmal bei Apu vorbei, was auch eine lustige Anspielung auf die Simpsons ist. Wie ihr seht, hier ist zum Beispiel auch so ein richtig geiles Easter Egg. Hier stehen Jay und Silent Bob vor dem Laden. Und da sind, ihr werdet auch noch einige weitere sehen. Also da gibt es viele versteckte Easter Eggs in diesem Spiel. Das ist auch so eine Sache, warum ich dieses Spiel zu Tode feiere. Okay, dann hören wir mal, was er sagt. Wir haben ihn an seine Lieferung an Mick erinnert. Okay, er kümmert sich drum. Okay, wir könnten einkaufen. Fleisch ist natürlich jetzt extrem teuer. Für den Anfang bleiben wir erstmal bei Tiefkühlpizza und Limonade. Das Fleisch haben wir uns noch nicht verdient. So, dann gehen wir wieder auf die Map und gehen mal den guten alten Mick in seinem Büro besuchen. Du hast Mick getroffen, er weiß viel übers Kämpfen, etwas verbindet euch. Oder wie hier, wenn ihr euch hier mal umschaut. Indiana Jones, Magneto. Oh, das sagt mir gerade nichts. Ich glaube, es soll Sub-Zero sein. Waden und Ninja Turtle. Auch wieder hier, total coole Easter Eggs versteckt. Die haben sich auch sehr viel Liebe in dieses Spiel reingesteckt, denke ich mal. Er kann auch so seinen Champion machen. Es wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Okay, er hat einen Freund, der die Muckebude betreibt, die wir auch benutzen können. Silvers Turnhalle. Das ist übrigens auch ganz cool. Wenn wir knapp bei Kasse sind, können wir uns bei ihm 2 bis 3 Mal was zu essen schnorren. Sehr nützlich am Anfang. Und das hier ist quasi das Skill-System. Wie ihr seht, wir können hier fast noch nichts auswählen, haben auch noch keine Punkte, um irgendwas zu skillen. Dafür müssten wir erstmal trainieren oder kämpfen. Ja, dann machen wir das doch auch mal. Ab zur Stadtkarte, ab in die Muckibude. Ja, wir wollen hier trainieren. Wir haben Silver getroffen, er wirkt arrogant. Hoffentlich lernen wir was von ihm. Okay. Aber klar, über ein bisschen Sparring ist nie verkehrt. Tja, wir können ja noch nicht viel auswählen, dann legen wir direkt wieder los. Er hat halt auch viel mehr Fähigkeiten und Leben wie wir. Ich denke nicht, dass wir diesen Kampf direkt gewinnen werden. Aber egal, das gibt trotzdem ein paar Punkte. Unsere Kicks gehen einfach nur ins Leere. Wenn wir mal treffen, dann bringt es halt am Anfang jetzt bei ihm noch überhaupt nichts. Als würde ihn eine Mücke stechen oder sowas. Aber wenn die Ausdauer komplett runter ist vom Gegner, dann trifft man halt wirklich hart. Jawohl, eine mächtige 6er-Kombo. Oh, 11.
Aber auch schon die dritte Runde von drei. Naja, das war irgendwie klar. Das war auch wieder so ein Anschauungskampf. So, wir können uns für den ersten Ligakampf anmelden. Das ist halt dieser Knopf hier. Und hier können wir pumpen gehen. Aber da wir das Eintrittsgeld gerade nicht haben, werden wir erstmal wieder zu Hause ein bisschen pumpen auf unserer schönen Matte in der Garage. Und wir melden uns auch direkt mal für den ersten Ligakampf an. In 2 Tagen findet der statt. Ja, was können wir denn jetzt mit dem angebrochenen Tag noch machen? Wir gehen erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Wie ihr seht, das kostet Ausdauer, Energie, Gemütszustand, Energie und Essen, meine ich. Aber dafür haben wir jetzt schon wieder 55 Dollar. So, jetzt können wir noch ein bisschen essen und trinken und noch eine Runde pumpen. Energie füllt sich nur durch Schlaf wieder auf. Dann heißt es wohl ab auf die Matte und nochmal Liegestütze machen. Und 1 und 2 und 3. Wenn diese Kugeln, die da hochfliegen, langsam, die können gehen dann so langsam runter, wie ihr da seht. Wenn die grau sind, dann gibt es nichts mehr. Dann können wir diese Übung quasi erst morgen wieder machen. Jetzt wird es aber auch höchste Zeit, sich mal ins Bett zu legen. Oder auf die Couch eher gesagt. So, genug geschlafen. Ich glaube, wir müssen noch was zu essen kaufen. Aber kein Problem, bei Apu gibt es ja genug. Aha, wir haben die Pizzeria freigeschaltet, wo wir einen weiteren Job annehmen können. Quasi Pizzas ausfahren. Das werde ich euch gleich noch zeigen, da gibt es auch noch so ein anderes nettes Gimmick da. Aber wir wollten ja erstmal was zu essen kaufen. Ach komm, heute gönnen wir uns mal ein dickes, saftiges Steak. So, noch ein bisschen Fastfood dabei. Wir können ja nicht nur Fleisch kaufen. So, und heute steht ein Kampf an. Wir können aber den ganzen Tag noch trainieren, wenn wir möchten. Und das Spiel zeigt einem dann abends quasi an, dass der Kampf gemacht werden muss. Dann pumpen wir uns doch nochmal ein bisschen auf vor dem großen Kampf. So. Jetzt könnten wir noch schnell unsere Arbeit zu Ende machen. Und noch kurz in die Muckibude gehen. Weil da gibt es halt noch andere Übungen, die wir machen können. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und dann tun wir doch mal was für die Ausdauer.
Okay, wir haben schon mal plus 2 plus 2 Ausdauer erhalten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für den ersten Kampf. So, dann wollen wir mal. Schon mal schön ausgeteilt bisher. Ich hoffe, unser Kämpfer hält sich auch. Das war Runde Nummer 1 und direkt ab in die nächste. Komm, gib ihm. Du musst durchhalten, Junge. Nette Combo. Ich glaube, das sieht gut aus. Komm schon, lass dich nicht fertig machen. Und noch ein Kick. Sehr schön. Nette Combo und ich glaube, in der nächsten Runde schicken wir ihn auf die Bretter. Ein Schlag noch, komm. Bam. So, somit haben wir erfolgreich unseren ersten Kampf gewonnen. Was sagt uns denn Stony, die kleine Büroklammer? Du hast genug Talentpunkte, um ein neues Talent und einen neuen Vorteil freizuschalten. Das siehst du am gelben Ausrufezeichen-Button auf dem Technologiebaum-Button. Am gelben Ausrufezeichen, okay. So, wollen wir lieber offensiv oder wollen wir lieber defensiv spielen? Ich glaube, blocken und schlagen, es lohnt sich eh beides zu lernen. Wir lernen einfach mal alles. Geht ja im Moment nicht anders, oder? Ah ne, das wird immer teurer, wenn man das skillt. Stimmt. Egal. Wir sollten den Baum schon komplett lernen. Jetzt haben wir neue Fähigkeiten. So, dann heißt es jetzt ab nach Hause und wieder ein bisschen auftanken und neu trainieren. Der nächste Kampf in der Anfängerliga ist, glaube ich, wieder in 2 Tagen. Gut, erstmal ab nach Hause.